Moin, guten Tag alle zusammen. Schön, dass ihr hier alle hergefunden habt und vielen Dank an Maxon, dass ich hier heute mal wieder auf dieser Bühne stehen darf und ein paar Worte zum Besten geben. Wie schon angekündigt, ist mein Name Matthias Winkelmann. Ich schimpfe mich irgendwo so als Director, Designer, 3D-Artist, aber so genau weiß ich das auch nie. Ich arbeite grundsätzlich mit Teams zusammen, also in verschiedenen Studios und habe da in den letzten Jahren so diverse Projekte entwickelt. Eines davon ist Influencers, was ihr vermutlich schon gesehen habt. Das war das Release-Piece von Cinema 4D R20, das wir für Maxon gemacht haben diesen Sommer. Darüber werde ich ein bisschen reden und dann werde ich davor über Spaces and Wheels reden. Das ist ein anderes Projekt, das wir bei Form Studio gemacht haben, wo wir vollkommen skurrile, autonom fahrende Fahrzeuge entwickelt haben für IKEA. Und ich werde dann so ein bisschen darauf eingehen, wie die beiden zusammenhängen und was so die Prozesse dahinter sind, wie wir unsere Konzepte entwickeln und unsere Designs etc. Noch kurz ein bisschen zu mir, einmal zurück in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Heute bin ich leider erkältet, deswegen müsst ihr mich entschuldigen, wenn ich zwischendurch ein bisschen rumschniefe oder huste. Aber ich versuche es so weit möglich zu vermeiden. Normalerweise arbeite ich bei Form Studio in Berlin. Ich bin dort Managing Partner. Zusammen mit zwei anderen Jungs betreibe ich das Studio dort und bin vor knapp einem Jahr nach Berlin gezogen. Davor war ich in London, habe dort bei Man vs. Machine gearbeitet. Für einige Jahre war dort Head of 3D und vor der Zeit war ich Freelancer und habe in verschiedenen Orten gearbeitet. Lange Zeit auch in Frankfurt. Ich habe in Frankfurt eigentlich angefangen. Insofern ist es ganz lustig, hier zu sein heute und ganz viele bekannte Gesichter zu sehen. Form Studio ist vielleicht einigen ein Begriff. Form Studio gibt es noch nicht so lange, dazu erzähle ich gleich noch mehr. Aber Form Studio ist im Prinzip aus Zeitgeist gewachsen. Und Zeitgeist ist vielleicht mehr Leuten ein Begriff. Wer kennt den Zeitgeist? Einmal die Hand hoch. Ja, auch nicht so viele. Ist immer interessant zu sehen. Zeitgeist gibt es schon ewig. Bevor ich dort angefangen habe, bin ich ihn schon seit Jahren gefolgt. Zeitgeist wurde vor, glaube ich, 17 Jahren jetzt von Henrik Mauler und Jamie Raab gegründet. Die waren erst in London und sind dann nach Berlin. Und Zeitgeist hat sich eigentlich so einen Namen gemacht mit ziemlich experimenteller Animation, haben über die Jahre auch kommerzielle Projekte gemacht, aber berühmt wurden sie eigentlich so diese ganzen seltsamen tanzenden Klamotten und ausgesprochen kreative künstlerische Konzepte bei den meisten Sachen. Das ist zum Beispiel Birds, das war ein Kurzfilm vor ein paar Jahren. Badlands ist einer meiner Favoriten. Und Geist war so das letzte große Ding, das war vor knapp 2 Jahren. Und für diejenigen, die Zeitgeist nicht kennen, wollte ich jetzt einfach mal anfangen, euch Geist zu zeigen, damit ihr wisst, wer Zeitgeist ist, damit ich euch dann erklären kann, was Foam Studio ist. Also schauen wir jetzt einfach mal Geist an. Thank you.
So, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Zeitgeist fokussiert sich neuerdings seit diesem Jahr oder auch schon ein bisschen länger auf eher physikalische Objekte. Wir nennen das gerne Phygital, weil wir versuchen, den digitalen Raum ins Physikalische zu transferieren. So haben wir zum Beispiel Anfang des Jahres diese Taschen released, die aus einem 3D-Algorithmus entstanden sind. Diese ausgeschnittenen Formen, die wurden dann von einem japanischen Modedesigner Toshiki ins Leben gebracht. Und zum Beispiel haben wir ebenso im Mai eine Ausstellung in Milan gehabt, wo wir dann eben auch versucht haben, Cinema 4D mal real zu machen, also ganz ohne Rendern. Und da ist dann das hier entstanden, das war eine Gruppenausstellung für Alcantara und man kann sich das so vorstellen, dass das tatsächlich auf Basis von einem Extrude gebaut wurde, wo man die UVs einfach vernachlässigt und das Ding obendrauf ist ein prozeduraler Algorithmus, der dann so obendrauf liegt. Form Studio, jetzt wird es verwirrend, weil Zeitgeist und Form Studio sind eigentlich dasselbe. Wir sind dasselbe Team, dasselbe Studio, dieselben Leute. Wir verkaufen es aber in zwei verschiedenen Modi, weil es in der Kunstwelt, wo Zeitgeist mehr unterwegs ist, nicht so gern gesehen wird, wenn man kommerziell arbeitet. Und wenn man kommerziell arbeitet, haben Kunden immer Angst, wenn man viel zu künstlerisch ist. Deswegen gibt es Form Studio und Zeitgeist. Form Studio catert ein bisschen mehr so zu den kommerziellen Kunden. Zum Beispiel für IBM haben wir die Think-Konferenz in Las Vegas gestaltet vor ein paar Monaten. Wenn wir freie Projekte machen, sind es eher so automobile, sind es eher Studien, angewandte Studien, die dann zum Beispiel in dem Falle auch auf ein kommerzielles Projekt hingeleitet haben, worüber ich gleich reden werde. ADC Miami Titelsequenz, ich hau jetzt einfach mal ein paar Bilder raus. Quadrat, Material Explorations, Arctic Paper, Manken und diese ganzen Sachen haben dann dazu geführt, dass wir für Covestro, ein anderes Projekt, das ich jetzt noch zeigen werde, so einen Animationsfilm gemacht haben. Covestro ist ein Materialhersteller und die wollten einfach nur zeigen, wie viele tolle Materialien sie erstellen können und das irgendwie einfach abstrakt animiert. Uns ist es als Studio extrem wichtig, wir sind alle Leute, die schon lange in der Industrie arbeiten und uns ist es extrem wichtig, dass wir einen Weg finden, kommerzielle Projekte gleichzeitig mit freien Projekten zu machen, weil ich auch in der Vergangenheit gesehen habe, dass wenn man nicht genug kreativ arbeitet, dann ist es so ein Pool, der irgendwann langsam austrocknet und dann macht man halt immer nur noch das Gleiche. Deshalb ist es interessant zu sehen, wie freie Projekte in kommerzielle Projekte einfließen und umgekehrt genauso. Spaces and Wheels ist ein so ein Beispiel, das eine Projekt, worüber ich reden möchte, wo eben wir, wie erwähnt, solche lustigen Autos dort gestaltet haben, die wahrscheinlich so nie existieren würden, die es aber auf einem App jetzt gibt. Den könnt ihr euch im App Store runterladen, das heißt Space 10 und dann kann man sie sich so AR-mäßig bestellen und anschauen. Das ist in Zusammenarbeit mit Space 10 entstanden. Space 10 ist so ein Think Tank in Kopenhagen. Und Space 10 ist eigentlich gesponsert von IKEA. IKEA gibt den Geld, damit sie über moderne, innovative Sachen der Zukunft nachdenken. Und wir haben dann im Prinzip das Ganze gestaltet. Und da geht es ganz stark um solche kreativen Designprozesse, die man durchgehen muss, um da was zu finden. Wir sind keine Autodesigner, wir machen lustige Formen und bunte Farben. Insofern muss man dann erstmal so einen Prozess durchgehen, um zu verstehen, was man eigentlich machen will. Der Brief bei dem Ganzen war, dass man das traditionelle Auto einfach mal auf den Kopf werfen soll, dass es mindestens Räder haben muss und dass es irgendwie ganz weich und menschlich sein soll. Weil eben, als die mit dieser Studie angefangen haben, von wegen, sie wollen 7 Fahrzeuge erstellen,
die in der Zukunft autonom fahren können, ohne Fahrer und so, war so die erste Recherche Car of the Future. Und wenn man das bei Google eingibt, dann sieht das ziemlich genau so aus. Also das ist ein Screenshot von Google. Und da ging es eben ganz klar darum, nicht die gleichen Schritte zu gehen, die jeder geht. Dass man Referenzen sind immer schön, aber man muss auch versuchen, was zu gestalten und entwickeln, das es eben so noch nicht gibt. Und das ist eigentlich in fast all unseren Projekten immer so der Hauptfokus, dass wir versuchen, ein Projekt komplett frisch anzugehen und uns schon ein bisschen Referenzen anzuschauen, aber vor allem ganz viel Augenmerk darauf legen, dass es anders aussieht und dass es was Neues ist. Der Designprozess bei Spaces and Wheels funktioniert im Prinzip so wie bei allen unseren Projekten, und deswegen rede ich über diese zwei Projekte, weil die eigentlich sehr ähnlich sind, aber der Output komplett anders ist, aber wir durch ähnliche Phasen gehen. Und ich finde technische Erklärungen und sowas finde ich mal wahnsinnig wichtig, und wir sind auch alle die Ultra-Nerds, aber gleichzeitig finde ich es auch extrem wichtig, über so kreative Prozesse zu reden, weil all die Energie, die wir da reinstecken, nur dann irgendwie sich lohnt, wenn der Output auch innovativ und neu ist. Das heißt, bei so einem Projekt, wenn wir so eine Creative Topline haben, wie die vom Kunden, die 7 Fahrzeuge, menschlich, weich irgendwie, fangen wir meistens erstmal an, Entwürfe zu machen. Und wir arbeiten in der Struktur, in einer Daily-Struktur, wie viele andere Studios auch. Also es ist nicht unser Alleinstellungsmerkmal inklusive Man vs. Machine, da funktioniert das genauso. Eine Daily-Struktur heißt einfach, da ist ein Ordner mit einem täglichen Datum und das ganze Team, jeder produziert Output und schmeißt es dann dort rein. Und dieser Output funktioniert im Prinzip wie so eine Ideensammlung. Und das ist einfach so ein konstantes Brainstorming, weil ich produziere ein Bild und kann das Team dann dazu benutzen, Feedback darauf zu bekommen und zu sehen, was erfolgreich ist und was nicht. Und das muss am Anfang gar nicht schön aussehen. Das kann ein Screenshot vom Viewport sein oder ein Wireframe-Rendering. Es geht mehr darum, kreativen Input zu sammeln. Und aus den ersten Gedanken, die wir uns da jetzt gerade gemacht haben, die ihr gerade gesehen habt, haben wir dann unsere eigene Creative Topline geformt, die darin besteht, dass wir so in der Diskussion beschlossen haben, dass wir, wenn in der Zukunft tatsächlich Autos irgendwie selbstfahrend sind und jeder irgendwie nur noch durch die Gegend geschippert wird und dabei Kaffee trinkt, dass es dann wenigstens so ein offenes System sein soll, das jeder benutzen kann, dass nicht nur irgendwie ein Auto gibt und das müssen alle benutzen, sondern dass es einfach eine Plattform sein soll, die von Individuen aufgenommen werden kann und geändert werden kann, etc. Sprich, es soll modular sein. Und das war dann auf Basis dieser Creative Topline so unsere erste Regel, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen Module bauen anstatt Autos. Das sind dann auch wieder Dailies, solche Tests, wie man dann so eine Plattform belegen kann. Und dann auch einfach solche Diagramme, wie man dann erkennen kann, wie das funktioniert. Und unsere Regeln, die wir uns dann daraus erstellt haben, sind, dass das so kleine Module sind, die sind alle 60x60, haben ihren eigenen Motor, Sicherheit spielt nicht so eine Rolle, weil es alles computergesteuert ist und man sowieso keine Unfälle mehr macht. Und auf Basis dessen dann eine Raumhöhe von 2 Metern mindestens. Und das sind dann so die vordefinierten Spaces, im Prinzip Räume. Und aus diesem ersten Prozess, in diesem kreativen Prozess, konnten wir dann sozusagen dieses Regelwerk erstellen, was ich euch gerade erzählt habe. Und das ist passiert in diesem Projekt genauso wie bei Influencers. Und das ist immer ganz lustig, weil man, während man das macht, erkennt man es nicht so ganz. Aber wenn man dann später sich die ganzen Dailies anschaut, sieht man, dass es eigentlich so unterbewusst immer wieder passiert. Weil wenn ich jetzt so ein Regelwerk habe, von wegen die Breite, Höhe, und solche Geschichten, dann fängt auf einmal jeder an im Team individuell da reinzuarbeiten, und es funktioniert alles irgendwie schon so einigermaßen in den gleichen Gefilden. Und es gibt da ganz verschiedene Herangehensweisen. Es gibt auch Teams, die dann vom Director geleitet werden, wo der Director einfach alles diktiert und einfach sagt, mach das und das und das. Ist aber meiner Erfahrung nach meistens nicht das, was den besten Output produziert, weil man mit vielen talentierten Leuten arbeitet und man will den eher nur so Vorgaben geben, in denen sie dann irgendwie anfangen können zu jammen und so ihr eigenes Ding machen. Und auf Basis dessen kamen dann so die ersten Entwürfe raus, die dann auch recht erfolgreich waren im Team. Da war dann noch so eine Regel, kam noch hinzu, von wegen,
Kurven sollen nur in einer Achse sein und Flächen nur nach vorne. Und das ist zum Beispiel der erste Entwurf von dem Hotel. Und wenn wir dann dieses Regelkonstrukt haben in dem Prozess, versuchen wir auch gleichzeitig immer wieder das Zeitgeist reinzubringen und zu sagen, wir brechen das Ganze jetzt. Und hat einer der Jungs in Python so ein Ding geschrieben, das einfach komplett zufällig solche Blöcke erzeugt in so einem Rastersystem. Macht erstmal überhaupt keinen Sinn in dem Kontext, aber wenn man dann versucht, sowas irgendwie in ein Fahrzeug einzufügen, dann kommt man wieder auf so einen Punkt raus und erfrischt dich so ein bisschen, um nicht so festzufahren, um nicht zu sagen, hey, das ist es jetzt, sondern immer wieder weiter zu pushen so ein bisschen. Und einige der Sachen, der finalen Ergebnisse haben auch wirklich diesen Algorithmus dann da drin in den Formen. Also es geht hier ganz viel um Formensprache, wie man das findet. Die Szenerie musste dazu dann auch konstruiert werden. Die sind aber genauso modular angegangen, damit man nicht so genau weiß, wo es ist, damit es aber irgendwie suggeriert von wegen urban, könnte Amerika sein, könnte Europa sein. Wir haben das Architectural genannt, also aus Texturen zusammengefügte Schablonen von Dingern, die dann solche Szenerien ergeben, die eben nicht so ganz klar definiert sind, aber doch ganz klar definieren, dass wir uns irgendwo im urbanen Raum befinden. So, und die Endergebnisse des Ganzen sind dann eben zum einen mehrere solche Bilder, die dann jetzt irgendwie in Social Media rumgegangen sind, hat glaube ich irgendwie 70 Millionen Views bekommen oder sowas, weil diese Space 10 nichts anderes machen als Marketing. Sie machen noch andere Sachen, das sollte ich so nicht sagen. Und parallel dazu gab es eben das AR-App noch, das im iOS Store dann ist. Und für uns war das eine interessante Studie, etwas zu machen, mit dem wir eigentlich gar nichts zu tun haben, also Autos zu entwickeln, aber das so komplett von einer ganz freien Seite anzugehen und das mehr mit Formensprache zu beschäftigen, als jetzt tatsächlich ganz exakt ingenieurmäßig daraus zu loten, wie das Ganze aufgebaut werden muss. Dass die im Prinzip die Farm und es waren alles so verschiedene Funktionen, Farm on Wheels, Healthcare on Wheels und letztendlich eben IKEA on Wheels, wo es einfach darum ging, dass ich kann mir dann so ein Showroom vors Haus stellen lassen, damit ich mir das Apartment anschauen kann, das ich mir gerade online zusammengestellt habe. Die Schlussfolgerung aus der Erklärung ist jetzt, und da will ich jetzt eigentlich vor allem drüber reden, wenn ich auch über Influencers rede, ist: Kreativität ist ein Spiel, dessen Regeln jedes Mal neu definiert werden und dessen Ausgang unvorhersehbar ist. Oder dessen Ausgang unvorhersehbar sein sollte, bis zu einem gewissen Punkt, wo man weiß, was man eigentlich macht. Und das leitet mich jetzt in Influencers über, welches eben ganz stark von so einem Prozess inspiriert ist und was im Prinzip auch die Verbildlichung eines solchen Prozesses für uns war. Kurz für die, wo es nicht wissen, Influencers, ist das Release-Piece von Cinema 4D R20. Kam jetzt diesen Sommer raus. Im Prinzip funktioniert das so, Maxon kommt zu einem und sagt hier, hey, wir releasen diesen Sommer das neue Cinema 4D und schaut euch das mal an. Da sind haufenweise super geile Features und ihr sollt damit eine Animation machen, die wir dann zeigen können und dass alle denken, hey, Cinema 4D ist der absolut geile Hammer. Cinema 4D A20 ist ein ziemlich gutes Release und da sind ziemlich viele richtig geile Features drin. Und wenn man das Release-Piece macht, bedeutet das, man ist gehört mitunter zu den Ersten, die damit irgendwas machen sollen. Und das fühlt sich ziemlich genau so an, dass man, es funktioniert immer, ich liebe dieses Geld. Dass man es erstmal richtig geil findet, weil da all die geilen neuen Features kommen und so, und dann realisiert man, dass man ja jetzt irgendwie showcasen soll, was man damit Geiles machen kann. Und dass ja das sich alle nachher anschauen und daran dann irgendwie vergleichen, hey, finde ich das jetzt gut oder nicht. Insofern ist es immer wieder ein interessanter Prozess, der ziemlich furchteinflößend, aber auch ziemlich spannend ist in dem Hinblick. Unsere Schlussfolgerung daraus war jetzt dann von wegen: Wir haben jetzt OpenVDB, wir haben die ganzen Fields. Ja, wir könnten uns jetzt hinsetzen und zeigen, dass man in Cinema 4D jetzt auch Reaction Diffusion machen kann. Und ja, wir könnten uns jetzt hinsetzen und versuchen, hammergeile Visual Effects zu machen, damit es alle von Socken haut. Aber das hat ziemlich schnell zu so einer Grundsatzdiskussion geführt,
bei uns im Studio, wieso wir eigentlich Cinema 4D benutzen. Und wir müssen Max und Leute mal kurz weghören. Wenn ich jetzt ein Auto explodieren lassen will, das in Millionen Teile zerfällt mit einer Stichflamme und einem Alien-Raumschiff noch einen Laser reinschießt und da hinten dran sich die Berge aufwölben, dann benutze ich nicht Cinema 4D. Schlicht und ergreifend. Wir benutzen viele Softwares im Studio. Wir machen auch, haben auch Houdini da, wir machen auch viel ZBrush, Substance, ganze Bank runter. Aber Cinema 4D benutzen wir eigentlich, weil es das die beste Plattform ist für uns, diesen kreativen Prozess schnell und intuitiv durchzugehen. Das Kapital von einem kleinen Designstudio, und wir sind ziemlich klein, wir sind unter 10 Leute, das Kapital des Designstudios ist Kreativität und Ideen. Es ist nicht hammerkrasse VFX-Produktion, weil da können wir nicht mithalten. Und Cinema 4D ist für uns eben sehr intuitiv, weil man sehr schnell Output generieren kann. Und wenn man so diese Dailies fährt und dieses visuell Denken prozessiert, in diesem kreativen Prozess, braucht man eine Software, wo man einfach so raushauen kann, wo es einem nicht ganz übel genommen wird, wenn man keine Ahnung hat, was man macht, weil man einfach nur wild rumklickt und irgendwelche Sachen zusammenstöpselt und irgendwie funktioniert es dann trotzdem. Und für diesen Prozess ist das einfach die beste Plattform. Und deswegen rede ich jetzt über Tischtennis. Und das ist jetzt ziemlich weit hergeholt und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber wie ihr schon gemerkt habt, geht es mir hier vor allem um so kreative Geschichten. Und Tischtennis bietet sich da ganz gut an. Das ist mal ein Feldversuch hier. Nehmen wir mal an, Tischtennis ist der kreative Prozess. Oder Tischtennis ist eigentlich nicht der kreative Prozess, aber wir haben alle keine Ahnung, was Tischtennis ist. Wir kennen Tischtennis überhaupt nicht. Aber nehmen wir mal an, dieses Spiel ist das Gleiche wie ein Projekt zu machen. Das ist das Gleiche wie wenn wir Influencers machen oder Spaces und Wheels. Und jedes Spiel braucht einen Satz Regeln. Wenn ich aber überhaupt nicht weiß, was ich da eigentlich mache, muss ich diese Regeln irgendwie finden. Und wenn ich dann auch ganz viele Leute im Team habe, hat jeder andere Vorstellung von solchen Regeln. Deswegen fängt man meistens erstmal an mit so einer Creative Topline. Die besteht bei Tischtennis daraus, ist ein kleiner Ball und ein Tisch. Und damit kann ich jetzt versuchen, was ich damit machen kann. Dann fangen alle an, den Ball irgendwie auf dem Tisch rumzuschieben oder so rumzurollen und zu gucken, hey, das macht irgendwie keinen Spaß alles. In den meisten Fällen gibt einem das der Kunde vor, die Creative Topline, weil der sagt, von wegen hier, ich habe dieses Produkt, das schmeckt so, das muss ich ungefähr so anfühlen. Gleichzeitig habe ich auch nur viel zu wenig Geld und brauche das alles bis morgen. Das sind alles schon so Limitierungen aber auch Creative Toplines, die das Ganze schon einschränken und bedeutend geradliniger machen. Interessanterweise sind freie Projekte sowie Influencers mitunter die schwierigsten, weil man einfach mit nichts anfängt. Weil man 10 Leute im Raum sitzen hat, die alle jetzt super geil scharf drauf sind, weil wir ein freies Projekt machen und x Ideen reinschmeißen und man kann sich erstmal überhaupt auf gar nichts einigen. Kunden, kommerzielle Projekte sind da einfacher, weil der Kunde einfach der ist, wo da hinten steht. Tischtennis, um wieder darauf zurückzukommen. Der kleine Ball und der Tisch. Nehmen wir an, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wir wollen irgendwas mit einem kleinen Ball und einem Tisch machen. Dann fangen wir danach den Designprozess an. Und wie gesagt, alle schieben den Ball irgendwo auf den Tisch rum und versuchen da irgendwie Spaß zu haben, aber es funktioniert alles noch nicht so richtig, bis dann einer sagt, hey, wir dürfen nur die offene Hand benutzen. Ihr seht schon, ihr werdet mich wahrscheinlich für vollkommen verrückt erklären, dass ich jetzt hier bei Cinema 4D über 3D rede und Tischtennis mit reinbringe. Aber ich komme noch zum Punkt, vielleicht. Offene Hand und dann fangen alle an so zu machen und irgendwann hüpft der Ball und irgendwie fängt es an Spaß zu machen. Und dann kommt der eine ganz Kreative, der war jetzt gerade in der Küche und hat dann eine Bratpfanne gefunden und dann fangen alle an mit der Bratpfanne zu spielen und auf einmal haben wir irgendwie so ein Regelwerk, das funktioniert, weil der Ball springt jetzt, wir haben so die richtigen Regeln erfunden und damit können wir jetzt anfangen zu arbeiten. Und dann kommt eben der Designprozess, der dann im Prinzip im Endeffekt diesen Tischtennisschläger da erstellt, der dann gut aussieht, den man dann dem Kunden verkaufen kann. Und so weit hergeholt sich das anhört, aber so funktionieren die meisten Projekte bei uns zumindest und auch bei anderen Studios, bei Mammoth Machine, wo ich gearbeitet hatte, dass man immer so durch so Prozesse durchgeht, dass man immer so Milestones findet, wo sich das alles irgendwie ein bisschen offensichtlicher darstellt. Und ganz wichtig am Ende eben, wie gesagt, die Regeln brechen. Wenn man die dann gehabt hat, dann versucht man einfach nochmal was komplett anderes und wird auch interessant und macht auch nochmal Spaß.
Prinzip ist das vergleichbar wie im Grafikdesign, gibt es sogenannte Rastersysteme, die im Prinzip nur sagen, hey, jeder Block muss irgendwie auf der gleichen horizontalen oder vertikalen Achse sein und die müssen irgendwie alle zusammenhängen. Und das hilft enorm, im Grafikdesign einfach einen 2D-Layout zu machen. Im 3D funktioniert sowas leider oft nicht, in der konzeptionellen Arbeit eben auch weniger. Weshalb man trotzdem solche Regeln definieren kann. So, jetzt endlich. Influencers. Ich versuche das jetzt darauf wieder anzuwenden. Vorher noch das hier. Ich habe vor 2 Jahren schon mal die Ehre gehabt, diesen Drill durchzugehen und hatte damals bei Versus Regie geführt, als ich noch bei Man vs. Machine gearbeitet hatte. Das war das Release-Piece von Cinema 4D R18. Insofern kenne ich den Drill schon so ein bisschen und wie anstrengend es ist, durch diesen Prozess zu gehen und das ganze Team da auf einen Nenner zu bringen. Und umso schöner ist es, wenn man dann am Ende ein Endresultat hat, das auch funktioniert. Der Film lief jetzt hier schon ein paar Mal, ich zeige ihn aber trotzdem einmal, sonst macht das alles keinen Sinn. Vielen Dank. So, macht alles Sinn, ne? Wie kommt man auf so einen Scheiß? und ich gehe jetzt gleich wieder den gleichen Prozess durch, um euch zu zeigen, wie man da so ein bisschen hinkommt oder wie ich oft das Gefühl habe, dass man hinkommt. Wir wissen am Anfang auch meistens nicht so ganz genau Bescheid, aber wir vertrauen so ein bisschen diesem Prozess und haben in der Vergangenheit einfach die Erfahrung gemacht, dass es in den meisten Fällen gut funktioniert. Wichtig ist eben, dass man eben nicht komplett in Panik verfällt, sondern einfach anfängt zu spielen, Bock drauf zu haben, was man macht. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, sorry. Und gleichzeitig aber auch das Ganze nicht so versucht zu kontrollieren, sondern immer so ein bisschen den Zufall umarmt auch. Prinzipiell Influencers mussten wir natürlich erstmal anfangen, die ganzen Features auszuprobieren. Und das fängt ganz platt damit an, dass in den ersten Dailies am ersten Tag jemand reingespeichert hat, oh, ich kann eine Sphere von der anderen abziehen und dann daraus irgendwas machen. Oder ich kann jetzt mein Gesicht auf eine Plane malen.
mit den neuen Fields in der Vertex-Map. Oder andere machen eben einfach nur so ihre Collagen, die sie immer machen und lassen sich von den technischen Neuerungen gar nicht so begeistern. Aber solche Dinger spielen eben alle damit rein. Was eben wichtig war, wie ich vorhin auch angesprochen hatte, dass man sich auf irgendwas einigt. Und wir konnten uns im Team irgendwie relativ schnell, so innerhalb der ersten Wochen, darauf einigen, dass wir Charaktere machen wollen und ein bisschen so diesen Charme des Alltäglichen mit einbringen wollen. Und damit hat man dann einen ganz guten Start, weil damit kann man dann anfangen. Und wichtig ist eben, wie ich vorhin schon gemeint habe, dass man vielleicht nicht genau weiß, was am Ende dabei rauskommt. Weil dann fängt man mich an zu spielen und auf einmal kommt so ein Typ daher, der irgendwie einen Milchkarton oben auf seiner Nase rumbalanciert. Ich muss mal ganz kurz mein Internet ausmachen, sonst kriege ich hier die ganze Zeit E-Mails. So, Verzeihung. Gut. Oder solche Kollegen auch, die einfach nur ganz freie Charaktere sind, die einer entwickelt hat. Und wir haben eben am Anfang einfach ganz viel produziert und Formen entwickelt, Dinger, die man als Charakter bezeichnen könnte, die aber auch was komplett anderes sind. Solche Geschichten auch, das ist auch wieder Zeitgeist, das ist ein altes Projekt, das aber da auch wieder mit reingespielt hat. Das sind tatsächlich 3D-gedruckte Formen. Und dieser Alltag, dieser Charme des Alltäglichen hat dann dazu geführt, dass wir irgendwie überlegt haben, können Charaktere irgendwie alltägliche Objekte besessen und da auch sowas machen? Oder wie viel braucht man überhaupt, um einen Charakter zu machen? Eine Teekanne, die läuft, funktioniert auch ganz gut. Und so weiter. So ging der Prozess dann immer weiter. Also man sieht, selbst wenn man die Dailies verfolgt, dass so einige Sachen immer klarer wurden. Lange Zeit war dann auch die Überlegung, hey, die könnten irgendwie Alltagsobjekte missbrauchen und was anderes aus ihnen machen. Das ist aber dann irgendwie etwas abgeschweift und ausgeartet, weshalb wir das dann nicht mehr weiterverfolgt haben. Aber wenn man sich das ein bisschen offen lässt und da ein bisschen Zeit einplant, auch einfach mal rumzuspielen, findet man immer irgendwie was Neues. Parallel muss man sich natürlich trotzdem noch mit den Fields, also mit den neuen Features beschäftigen, wie es zum Beispiel Fields, Volume Measure, das ist einfach nur wieder einer, der ein Bügeleisen in der Hand hat. Oder der Kollege hier, der dann ein Alltagsobjekt nimmt und damit im Volume Measure irgendwas raussprüht hinten. Und solche Tests, solche Entwürfe passieren echt jeden Tag im Prinzip. Und das war zum Beispiel auch einer, den wir sehr schön fanden, der mit seinem Cape und den Fields die Umgebung beeinflusst. Und das waren dann auch schon so die ersten Ansätze, die wir noch ein bisschen weiterverfolgt haben. So Umgebung beeinflussen, Alltagsumgebung, das hat dann zu solchen Ergebnissen geführt. Und das ist jetzt gerade kein Charakter, aber im Prinzip könnte es auch ein Charakter sein, der halt einfach eben so rummalt und seine Umgebung beeinflusst, influenced. Und das war dann im Prinzip so das Regelwerk, das wir uns dann selbst auferlegt haben in gewisser Weise. Also das war so ein erster Versuch davon. Diese Alterungsumgebungen, genau, das war am Anfang noch die Überlegung, dass wir, weil wir Cinema 4D irgendwie featuren sollen, dass wir Characters as an expression of the way we work in Cinema 4D machen. Das war auch ganz gut. Ist noch so ein bisschen drin, aber nicht mehr so richtig. Aber im Prinzip ging es um die Alltagsumgebungen. Die Tools waren dann diese Charaktere und wenn ich einen Cloner anmache, ist das die Creation, wie sie die Umgebung beeinflussen. Also solche Gedankengänge haben da irgendwie reingespielt. Und auf Basis dessen und dieses Regelwerks kann man dann anfangen zu designen. Und dann überlegt man einfach, wie so Charaktere funktionieren können, welche Charaktere können wir eigentlich verwenden, was machen die, was für Umgebungen können wir nehmen. Und wir haben da uns auch sehr ausgiebig am Content-Browser bedient, gebe ich ganz ehrlich zu. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Das war sehr gut. Also die Fenster sind zum Beispiel Content-Browser. Und denken dann gleichzeitig auch über so ein paar Szenen schon mal nach. Wie zum Beispiel der hier war dann das Cinema 4D-Tool Bool, der eben so Löcher überall reinmacht. Oder der jetzt hier nicht abspielt gerade. Nee, das war eigentlich ein Video. Das ist einfach so ein laufender Charakter, der eben auch ganz erfolgreich war. Und parallel dazu haben wir einfach wahnsinnig viel Output. Einfach jeden Tag mehrere von diesen Dingern und Charaktere und Tests und sonst was. Und das war zum Beispiel der Noise-Charakter. Wir haben ihn Noise Spirit genannt, der es dann tatsächlich auch einen Film geschafft hat. Lange Zeit war dann eben auch die Überlegung,
wir hatten angefangen mit Alltagsobjekte werden missbraucht von Charakteren, dann kam aber eher so dieser Gedankengang, Alltagsobjekte bekommen diese Charaktere. Und das war der eine Entwurf dafür, der dann zu einer Animation geführt hat, die ungefähr so aussah, die dann auch so der erste Entwurf einer Szene im Film war. Und auf Basis dessen konnten wir dann eben dieses Diagramm, das wir angefangen haben, eigentlich ein bisschen besser umsetzen und zu sagen, Alltagsobjekte werden zu den Charakteren. Das war dann der Punkt in dem Prozess. Und dann muss man aber trotzdem irgendwann anfangen, weil man merkt, man hat nur noch 3 Wochen übrig und man muss ja auch irgendwann noch was produzieren, dass man mal ernsthaft anfängt, Design zu machen. Die Farbpalette war inspiriert von Made in USA, ein Film von Jean-Luc Godard. Parallel zu Designentwicklung haben wir dann auch schon produziert, also im Prinzip solche Umgebungen gebaut und mal ausprobiert, wie so ein Farbkontrast da drin wirkt. Mehr Diagramme von potenziellen Szenen, wie zum Beispiel dieser Band-Deformer da an der Seite oder Symmetry Character ist da auf der rechten Seite auch, der ist dann auch so im Film gelandet. Das war da noch eine Schildkröte, dann wurde jemand anderes. Und so weiter. Also solche Tests sind immer noch Designentwicklung, aber gleichzeitig auch Produktion, weil es dann dadurch so fließend ineinander übergeht. Und das finale Diagramm, was unsere Regeln definiert, war dann im Prinzip das hier, was wir vorhin gesehen haben. Objekte werden zu Charakter, Charakter beeinflusst die Umgebung und die Umgebung ist eine Alltagsumgebung. Und wie immer, wenn man dann angekommen ist und denkt, man hat alles, sollte man nochmal die Regeln brechen und mal in Oculus Medium gehen und die ganze Küche voll mit komischem Slurp painten, das von einem Charakter oben kommt oder ganze Umgebungen, die dann irgendwie komplett verhunzt wurden. Und das sieht man im Film, ist ganz großer Bestandteil dieses letzten Kapitels, wo einfach alles ein bisschen wild und bunt und kreativ geworden ist. Produktion sieht dann im Prinzip so aus, dass man dann sich endlich mal auf bestimmte Räume einigt, dass man entscheidet, welche Charaktere wir benutzen. Also wir hatten einen Pool von, ich weiß nicht wie vielen Entwürfen, und wir haben uns dann ein paar davon ausgesucht und haben bedeutend viel Zeit noch darauf verbracht, die wichtigen Details auszuarbeiten, wie dieser Custom-Made Maxon International Power Socket, sodass das Release-Piece auch in jedem Land gezeigt werden kann und sich da niemand benachteiligt fühlt. Und parallel dazu kennt ihr alle den Prozess, gibt es dann immer Testszenen, man baut sich Rigs für Charaktere, überlegt, wie die sich bewegen können und fängt eben dann auch Wireframe-mäßig zu arbeiten, testet aber gleichzeitig immer noch die Features, weil man noch nicht ganz weiß. Bei dem mussten wir überhaupt mal überlegen, wie könnte er sich bewegen, wie könnte der laufen, weil der einfach nur so ein wildes Wirrwarr an Noise-Fields ist. Und diese Tests helfen einem dann eben auch wahnsinnig, rauszufinden, wie bestimmte Sachen funktionieren können und bestimmte Charaktere. So zum Beispiel dieser Entwurf ist dann direkt eingeflossen in diese Szene, die dann auch fast so im Film gelandet ist. Und so weiter und so fort. Es hört nie auf. Und das ist wirklich nur ein kleiner Teil der Entwürfe, die da entstanden sind. Wenn man dann einmal sieht, dass dann einer im Studio anfängt, sein eigenes Porträt in die Räume zu packen, dann weiß man, dass es jetzt wahrscheinlich reicht, dass wir jetzt genug rumgespielt haben und eher mal zum Schluss kommen müssen. Und daraus sind dann im Prinzip langsam aber sicher die finalen Szenen entstanden. Also es ist jetzt nicht so von 0 auf 100, dann ist es da, sondern es ist alles viel Entwurfsarbeit, viel Entwicklung, dass man dann zu diesen finalen Ergebnissen kommt, wie ihr sie jetzt im Film schon gesehen habt. Und das sind so ein paar Stills, Auszüge des Ganzen noch. Das ist so mit Fields gemacht auch. Ganz viel Fields da drin in der Vertex Map. Da ist auch so ein technisches Geheimnis dahinter. Und ja, dann kommt man irgendwann an und hat sich gefreut, weil es dann doch funktioniert hat. Aber man hat die Hälfte des Prozesses Panik geschoben, weil alles nur chaotisch und verspielt, aber irgendwie kreativ ist. Und wenn man dem Ganzen vertraut, kommt man immer irgendwo an, weil am Ende muss man irgendein Ergebnis haben und in den meisten Fällen ist das auch relativ gut. So, und damit ihr nicht nur mein Gesicht seht und denkt, ich habe das alles alleine gemacht, es ist nämlich nicht wahr, zeige ich euch jetzt noch das Making-of des Films. Da seht ihr noch ein paar andere Leute, die daran beteiligt waren.
At FOAM, we are lured in most by things that are often overlooked. This curiosity is the root of our work. Influences is a film about drawing out the intrigue in the everyday and allowing it to humbly influence the world around us. For us, it's a celebration of the creative process. Inspired by the concepts of Karmian animism, the idea that all things possess a spirit, we gradually reveal a vibrantly animated world that usually goes unseen. The more we watch, the more we see the influences that alter the life we live. Cinema 4D is the perfect companion to this way of seeing and experiencing the world. It encourages a design-centric and playful exploration, enticing us to take advantage of any new angles and unique perspectives that arise unexpectedly as we create. This is Ant Food. They made it sound good. We used a range of synthesis techniques like wavetables, physical modeling, granular, to create this exceptional world where these little guys live. Each scene has its own unique soundscape, and we approached every object as having their unique sonic persona, or sonic soul. With access to Maxon Cinema 4DR20 prior to its release, we had the pleasure of putting its new features through their paces. The newly implemented fields and volume mesher, together with Maxon's tireless tweaking and improvement, makes C4DR20 a powerful and well-rounded bundle to express creativity at the highest level possible. An dieser Stelle muss ich immer ganz große Credits an Antwood geben. Das sind die Sounddesigner, die mit uns gearbeitet haben. Haben Studio in Amsterdam und New York und haben wirklich einen absolut genialen Job gebracht. Ja, Antwood, wer sie nicht kennt, auschecken. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier mehr so über kreative Sachen geredet und nicht so über das Technische. Da gibt es aber auch auf YouTube so ein paar Geschichten, die man sich anschauen kann, die wir gemeinsam mit den Influencer-Release-Filmen veröffentlicht haben, also sind auf dem Maxon-Account, wie wir die VDBs benutzt haben und hier, wie wir Fields benutzt haben. Und da, das sind eigentlich so die zwei, drei verschiedenen Tricks, die in dem Film vorkommen. Relativ kurz, da hört ihr mich auch wieder reden, wer noch mehr haben will, da. So, fast fertig. Zwei Fragen, welcher Renderer, Redshift? Und wir haben wirklich alles in Cinema 4D gemacht. Also, das sind schon mal vorweggenommen. Und demnach beende ich die Diskussion, die Präsentation mit einem YouTube-Zitat, mache ich meistens ganz gerne. Das ist auf YouTube auf dem Influencers-Film. Und gerade im Anbetracht der Maxon-Party heute Abend fand ich sehr treffend. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.